Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sehen mögt. Ich bin auf dem Sprung mehr oder weniger. Ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, um ein Video zu drehen. Jedoch passiert es doch öfter mal, dass ich tagsüber weg gewesen bin und abends dann noch mal schnell los möchte und noch mich ein bisschen auffrischen möchte. Und ich möchte euch einmal kurz gezeigt haben, was ich hierfür alles tue. Denn ja, also es gibt einige wenige Schritte, die man machen kann, um relativ schnell wieder sich frisch zu fühlen und frisch auszuschauen. Und dafür habe ich jetzt zum Beispiel schon mal meine Zähne geputzt und mein rechtes Auge habe ich schon mal ein bisschen vorpräpariert. Ich habe aber zuvor ein Foto gemacht, damit ich euch danach einen Vorher-Nachher-Effekt zeigen kann. Und fange ich gleich an. Ich habe also, wie gesagt, meine Lippen schon mal mit dem Lippenstift. Ich habe hier eine Farbe, die heißt Naked von Urban Decay. Ist eine wunderschöne, so ja, ein bisschen Richtung rosenholzfarbener Lippenstift. Es ist so ungefähr wie meine Lippenfarbe. Also, dass es ein bisschen aufgeräumter aussieht, habe ich also mir diesen Lippenstift für heute Abend ausgesucht. Und ich habe mir heute tagsüber im Gesicht rumgerieben und so weiter und so fort. Jetzt ist mein ganzer Concealer ist alles weg. Und das möchte ich jetzt einmal ausgleichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas mehr abdecken möchte, also für abends, da versuche ich dann doch schon ein bisschen mehr Abdeckung zu bekommen. Da würde ich also einen cremigen Concealer nehmen. Ich habe jetzt hier NC30 von MAC und dafür nehme ich einen Concealerpinsel. Und dieser Concealer wurde im Laden auf meine Hautfarbe abgestimmt. Wenn ihr zu MAC geht oder irgendwie die Möglichkeit habt, kann ich euch dafür, also dazu nur raten. Und ich würde jetzt also mit dem Concealerpinsel, das ist, oh, kann ich nicht mehr lesen, ich blende euch in der Ecke unten die Nummer für den Pinsel ein. Ich nehme also einen Concealerpinsel, jetzt in diesem Fall von MAC. Und gehe über die ganzen Stellen, wo ich Rötungen habe, damit die Abdeckung ein bisschen größer ist. Also überall da, wo möglichst wenig hinterher zu sehen sein soll. Ich habe gerade einen kleinen Schub gehabt. Ein paar Unreinheiten mehr als sonst. So. Zum Glück ist es nicht allzu schlimm. Genau. Also sind jetzt erstmal die ganzen Stellen alle erwischt, die relativ rot sind. Und auch dieser cremige Concealer deckt das relativ gut ab. So. Concealer. Also dieser cremefarbene Concealer. Dann hatte ich einen Concealer für unter die Augen. Das war mein Sephora Concealer 01, dieser zweiendige. Ich benutze also diese Seite mit dem lachsfarbenen Cremestift. Gehe wieder unter meine Augen. Verstreiche das sofort. Also wenn ihr richtig flüssigen Concealer habt, hilft das, wenn ihr ihn gleich erstmal ein bisschen einwirken lässt. Und so cremigen Concealer würde ich gleich mit der Haut verbinden lassen, weil ich habe den Eindruck, wenn ich da zu lange warte und das nicht gleich einarbeite, dann wird es dann immer schwieriger, das nachher wirklich ja, gut aussehen zu lassen. So, das wäre also die Concealer-Ecke abgedeckt. Und dann nehme ich nochmal mein Mineral Foundation von MAC in dem Fall. Ich habe auch ein gutes von Body Shop zum Beispiel gehabt. Dadurch, dass ich leicht ölige Haut bekomme oder schnell fettige Haut bekomme, ist Mineral Foundation sehr gut geeignet für mich. Ich bin damit sehr zufrieden und habe nicht die Absicht, das erstmal zu wechseln. Also könnte kaum besser sein. Dann lege ich nochmal mit der Mineral Foundation drüber. Auch nur da, wo es wirklich sein muss. So, in der T-Zone nämlich. Und würde jetzt vielleicht dann nochmal mit dem Puder schnell rübergehen. Einfach um das optimal. Entschuldigung, wenn ich aus dem Bild so schnell raus muss. Wieder zurück. So, mit einem Puder nochmal drauf. Ich habe hier ein Puder für diejenigen unter euch, die zu Rötungen neigen. Ich habe hier ein Puder von Etrebelle. Und ja, also dieser Puder, dadurch, dass der so marmoriert ist, habe ich den Eindruck, also vor allen Dingen durch diese türkisen und gelben Partikel, dass es gut bei Rötungen hilft, weil so blau und gelb zusammen ergibt grün. Und wenn man ja zu Rötungen neigt, ist grün genau die Farbe, die man braucht, um dem entgegenzuwirken. Und ja, einfach um sicher zu gehen, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt einige Rötungen oder rötlichen Stellen nicht erwischt habe, würde ich jetzt also diesen Puder oben drauf bringen.
Diesen Puder gibt es übrigens nicht mehr, aber ich denke, es gibt auch sicherlich viele andere Firmen oder einige andere Firmen, bei denen ihr solche marmorierten Puder bekommen könnt. Für den Puder habe ich MAC 150 benutzt, den Puderpinsel. Und dann gehe ich auch schon zu den Augen über. Ich habe vorher so mit einem Wattestäbchen alles, was ein bisschen rausgekrümmelt ist. Ich habe zwar einen guten Mascara, aber auch der krümmelt manchmal über den Tag. Und dann habe ich also entfernt. Und würde jetzt, ich finde für abends, finde ich besonders schön, so entweder Gel-Eyeliner zu nehmen oder flüssigen Eyeliner. Gel-Eyeliner finde ich leichter aufzutragen. Und ich habe mir hier für heute Abend, ich wollte noch euch übrigens sagen, ich habe über den Tag neben meinem üblichen MAC Rice Paper und MAC Vanilla, also was ich Rice Paper mache ich immer innen und Vanilla immer oben, hatte ich heute wieder mal meinen aprikotfarbenen Lidschatten von L'Oreal, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich werde ihn euch auch wieder in der Ecke einblenden. Und ich hatte noch meinen alten Lidschatten von Body Shop, der ist, ich weiß nicht wie alt, tierisch alt, und ich bin auch dabei, den so gut wie aufgebraucht zu haben. Das ist die Farbe Violet Lustre. Ist nicht ganz so stark deckend. Und deswegen würde ich jetzt auch nochmal mit einem Lidschatten drüber gehen, der ein bisschen dunkler ist. Aber wenn ich einfach so keine Zeit habe, dann bleibe ich dabei und gehe zu meinem Gel-Eyeliner. Ich habe hier von Maybelline, das ist Black Gold. Kann man so kaufen, das war in diesen hohen Verpackungen drin. Diesen Pinsel gab es dazu mit in der Verpackung. Ich habe erst gedacht, so mal gucken, was das wohl bringt. Aber ich muss sagen, dieser Pinsel ist super gut geeignet, um Gel-Eyeliner aufzutragen. Es gibt auch noch so einen abgeschrägten kleinen Pinsel, zum Beispiel von NYX. Die eignen sich auch ganz gut. Ich habe hier allerdings nicht das Gefühl, dass ich so viel von dem Gel-Eyeliner im Pinsel verfängt, sodass man dann ungewollte Farbklumpen hat im Pinsel. Und deswegen mag ich diesen eher zugespitzten Pinsel am liebsten. Oder lieber als den von NYX zum Beispiel, den ich mir eigentlich extra dafür geholt hatte. So, also ich trage also etwas Gel-Eyeliner auf. Und zwar wieder von der Mitte anfangend. Weil wenn ihr erstmal gucken müsst, wie dick das Ganze wird, dann ist das in der Mitte am besten. So. Und draußen schimpfen die Elstern. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt im Video. Und dann nach innen langsam vorarbeiten. Ungefähr so, nochmal vielleicht ein bisschen außen. Und wenn ich mir eine Minute mehr nehmen könnte, dann würde ich vielleicht noch so einen kleinen Winged Eyeliner machen, aber weil es schneller gehen soll, lasse ich das eben aus und ziehe den einfach nur ganz normal nach außen. Decke wieder drauf. Und dann würde ich tatsächlich nochmal, ich finde es nicht so schön, aber ich mache es immer dann noch der Sicherheit halber, um dann nochmal ein bisschen Fülle in meiner Wimpern reinzubringen, mache ich noch einmal obendrauf ein bisschen Mascara, vor allen Dingen außen und am Wimpernansatz, weil er auch sich über den Tag hinweg verabschiedet. So. Ideal wäre natürlich, wenn ihr vorher mit einem Bürstchen durchgehen könntet oder vielleicht auch hinterher so einem alten Mascara-Bürstchen, um die Wimpern nochmal zu trennen. Ich lasse jetzt erstmal den Schritt aus. Und auf die Wangen mache ich mir... So, meine Kamera ist ausgegangen, aber ich habe es gemerkt und die Batterie ist noch nicht alle. Deswegen geht es gleich an der Stelle weiter, wo ich gerade aufgehört habe. Ich habe also meinen Synthetikpinsel für Creme Rouge und ich habe meinen Creme Rouge Brit Wit von MAC. Und ich kann das also leicht in den Pinsel reintippen. Oder den Pinsel in das Rouge besser gesagt. Und dann langsam aber sicher die Farbintensität aufbauen, die ich möchte. Abends kann es ruhig ein bisschen dunkler werden, weil sobald es dunkel draußen ist, schluckt die Dunkelheit eine Menge von den Farben, auch im Gesicht.
Und dann wäre vielleicht nochmal die Zeit zu gucken, ob im Auge noch alles okay ist. Also ich habe zum Beispiel, man reibt sich ja viel über den Tag mit den Fingern in den Augen herum. Es juckt am Auge, man wischt sich irgendwas aus dem Gesicht und schon hat man da das, was man aufgetragen hat, abgetragen. Also früh morgens aufgetragen hat man dann über den Tag hinweg abgetragen. Deswegen würde ich hier nochmal schauen, ob ich also da Lidschatten nachtragen möchte. Ich kann, wenn ich weiß, ich habe mir zu sehr im Gesicht rumgerieben, würde ich dann nochmal ein bisschen Lidschattenbasis auftragen. Ein bisschen. Kleines bisschen. Ich mache das hier oben vor allen Dingen, weil ich weiß, okay, da habe ich vielleicht dann doch mal doller gerieben. Und dann wäre ich auch schon soweit mit meinem Lidschattenpinsel. Ich würde jetzt für innen so einen kleinen nehmen. Jetzt habe ich schon vergessen, vor dem Gel-Eyeliner, also den Lidschatten nochmal nachzutragen. Und da muss ich jetzt ein bisschen präziser arbeiten können, deswegen dieser kleine Pinsel. Das ist MAC 231. Eignet sich auch für super für diejenigen unter euch, die zu kleine Augen haben, um so einen breiten, flachen Lidschattenpinsel zu benutzen. Also ich nehme also meinen kleinen MAC-Pinsel und gehe hier nochmal in mein Rice Paper rein, also diese Farbe hier unten. Und trage es also dann rundum um den zuvor aufgetragenen Gel-Eyeliner auf, oben und unten. Damit seht ihr wieder ein bisschen wacher aus. Ist auch wunderbar. Ein wunderbarer Schritt für abends. Rechts habe ich zwar schon ein bisschen gemacht, aber es hilft, es schadet ja nicht nachzutragen. Und dann hatte ich auch unten noch einen Eyeliner nachgetragen. Blackline ist es von MAC. Und Blackline hat eigentlich fast die gleiche Farbe wie dieses Black Gold von Maybelline, also dieser Gel-Eyeliner. Und den trage ich nochmal unten nach. Ganz leicht. So. Damit wäre ich eigentlich auch schon fast am Ende. Wenn ich abends weggehe, dann könnte ich zum Beispiel auch meinen Augenbrauen ein bisschen nachziehen. Ich habe hier einen Augenbrauenstift von NYX. Den nehme ich dann ganz gerne. Und dadurch, dass ich eigentlich schon sehr dunkle Augenbrauen habe, ja, will ich jetzt auch nicht da mir noch sehr viel dunkler malen. Aber so ein bisschen nachhelfen kann man sehr gut. Da würde ich also da an den Stellen, wo es vielleicht ein bisschen heller ist, nachtragen. Definierte Augenbrauen rahmen das Gesicht ein bisschen stärker ein, also verleihen ihm mehr Ausdruck. Und ich habe auch schon mir sagen lassen, was ich eigentlich auch finde, dass wenn die Augenbrauen ein bisschen dicker sind, dann sieht man auch ein bisschen jünger aus. Deswegen rate ich euch, zupft die Augenbrauen nicht zu dünn. So, ist dann nachgetragen. Ich will auch nicht, dass man jetzt den total sieht und mich anguckt und denkt, oh ja, sie hat einen Augenbrauenstift benutzt. Und das wäre jetzt für das Make-up soweit alles. Ich könnte noch, wenn ich dem einen oben drauf setzen wollte, könnte ich jetzt zum Beispiel noch einen Highlighter auf die Wangen auftragen. Das lasse ich jetzt erstmal aus. Was ich noch machen würde, ist mir zum Beispiel nochmal meine Haare ein bisschen nachrichten. Ich habe sie vorher nochmal ein bisschen durchgekämmt, weil über den Tag hinweg ja, verwurschtelt sich immer das ganze Haar. Und ja, ich hätte auch heute tagsüber dann ein Pferdeschwanz und deswegen lasse ich jetzt erstmal die Frisur dabei. Nichtsdestotrotz kann ich trotzdem noch ein bisschen Crystal Gloss mir in die Haare reinspulen, damit sehen die Haare noch ein bisschen gepflegter und glänzender aus. Ich gehe morgen übrigens zum Friseur. Juhu. Freue ich mich sehr darauf und sprühe also noch ein bisschen Crystal Gloss obendrauf. Nicht zu viel, sonst sieht das alles sehr ölig aus. Und einfach, um mich auch wohler zu fühlen, eine Nachricht. Um mich wohler zu fühlen, ein bisschen Parfum. Ich habe hier in dem Fall Be Delicious von DKNY. Das ist ein super schönes, frisches Parfum. Ich mag den Duft sehr gerne. Ich stehe nicht so sehr auf den süßen Duft. Und deswegen also dieses Parfum. Sprühe ich mir einmal hier drauf. Tippen. Ich habe gehört, Reiben ist nicht gut für die Duftmoleküle. Und dann hier an die Pulsstellen. Und nochmal ins Dekolleté hinein. Und das reicht dann aber auch. Also, dass man nicht so aus 5 Metern schon riecht, dass ich komme. Gut, ich hoffe, damit habe ich alles durch, alle Schritte, alle Dinge erwähnt, die ich erwähnen wollte. Wenn ich so um mich herumschaue, ja, ich habe alles einmal in die Kamera gehalten.
Ich hoffe, das hat euch geholfen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!